Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation und heute schauen wir uns mal die Energie des Streites an, die Energie des Konfliktes, die ja in so Pluto-Mars-Zeiten sehr aufflammt. Und das ist ja, wenn wir uns diese Komponenten jetzt rein vom Astrologischen her anschauen, also Mars und Pluto, Mars ist Energie und Pluto ist eigentlich so dieses, ist diese fixe Meinung, ist das eigentlich ein bisschen so dieses starrhalsige, starrköpfige, auch diese Einbildung und dieses auch mit sich selber kämpfen. Also wenn ich eine Meinung über mich habe, ne, und mit der dann hadere oder kämpfe, dann gibt das einfach einen irrsinnigen Stress so in den Körper rein. Und da kämpfe ich schon mal gegen mich selber an. Wenn ich natürlich auch eine Meinung habe über jemand anderen und glaube, diese Person müsste eine gewisse Position einnehmen oder eine gewisse Meinung haben oder gewisse Anschauungen haben. Auch da kommt dieser Konflikt, den ich entweder im Innen oder im Außen auch löse und auslöse oder auslebe. Und dann habe ich da natürlich so eine ganz große, großes Konfliktpotenzial, große Krisen. Immer wenn da so Positionen aneinander geraten. Und heute schauen wir uns mal diese Energie an, dieses, wo haderst du mit dir selber, wo trägst du in dir Konflikte aus und wie löst du, wie hast du auch oder wo hast du vielleicht auch im Äußeren Konflikte, die gelöst werden sollen. Und wir werden diese Energien heute anschauen, ganz bewusst und eben transformieren, lösen, dass es mal freier wird. Wir starten im Inneren und gehen dann nach außen und schauen mal, was sich da tut. Gut, dann schließe einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und wir beginnen jetzt erst einmal innere Konflikte zu lösen. Innere Konflikte zu lösen. Vielleicht gibt es Konflikte mit deiner Eigenliebe. Also alle Meinungen, die deiner Eigenliebe widersprechen, dass die frei fließen kann, dürfen jetzt einmal bearbeitet werden. Und stell dir mal die Eigenliebe wirklich vor wie einen Fluss, der sich unendlich verzweigt und alle Bereiche, alle Aspekte, alle Zellen auch deines Körpers und auch deiner Seele wirklich berührt. Und dieser Fluss darf jetzt von allen Blockierungen, Einschränkungen gelöst werden. Also dieser Fluss darf jetzt von allen Einschränkungen, Beschränkungen gelöst werden. Alle fixe Vorstellungen, alle Enttäuschungen deines Herzens werden nun einmal geheilt und gereinigt. Dort, wo du enttäuscht wurdest und dort, wo du enttäuscht hast. Sind das plutonische Ebenen. Und diese werden nun gereinigt und transformiert. Und vielleicht findest du Sätze in dir wie, ich werde nie wieder lieben können oder ich werde auch nie wieder geliebt werden. Ich werde nie wieder fähig sein, ein Gefühl auszudrücken. Ich werde immer enttäuscht bleiben, ob jetzt von mir selber oder von jemand anderem.
Ich werde immer enttäuscht werden oder enttäuscht bleiben. Und diese Sätze, diese Energien transformieren sich jetzt. Sodass sich die Eigenliebe in dir manifestieren kann. Liebe urteilt nicht, Liebe schränkt nicht ein, Liebe grenzt nichts aus. Und in dieser Eigenliebe bist du befähigt, Körper, Geist und Seele zusammenzuführen zu einer Einheit. Und du spürst, dass die Energie Eigenliebe jetzt gut durch dich hindurch fließt. Als nächstes kommt die Energie erschöpft sein, niedergeschlagen sein, im wahrsten Sinne des Wortes niedergeschlagen sein vom Leben, wie eine Kriegerin, ein Krieger, der dich niederschlägt. Niedergeschlagen sein und erschöpft sein. Und nun werden alle Aspekte, die mit Niedergeschlagenheit oder mit Erschöpfung zu tun haben, von einem unendlichen, heilenden Licht umflutet und geheilt. Die Heilung der Niedergeschlagenheit, die Heilung der Enttäuschung. Also eine unendliche Gnade, Freude und Liebe fließt in dein System ein. Gnade, Freude, Liebe. Und nun, in dieser Eigenliebe, in diesem inneren Frieden, darf auch deine Leichtigkeit und deine Lebensfreude mehr Raum bekommen. So dass alles eine spielerische Qualität bekommt. Es gibt keinen Konflikt, keine ernste Auseinandersetzung. Es ist alles ein Spiel. Und je mehr Leichtigkeit und Freude du in deine Auseinandersetzungen bringst, in deine Konflikte bringst, umso leichter, freudvoller und gütiger wirst du dein Leben empfinden. Erlaube dir nun, auch die Orientierungslosigkeit zu lösen, die vielleicht dadurch entsteht, dass du fixe Vorstellungen jetzt transformiert hast, abgegeben hast, dass du weicher geworden bist. Also diese Orientierungslosigkeit, die da vielleicht kurz aufgepoppt ist, darf jetzt einmal abfließen. Und es darf Erdung und Stabilität stattfinden. Erdung und Stabilität darf stattfinden.
Und aus dieser Erdung und Stabilität heraus erwächst eine neue Kraft, eine neue Flexibilität. Und auch eine neue, freudvolle Leichtigkeit, ein neuer Zugang zum Leben. Alte Vorstellungen, alte Konflikte lösen sich. Und du kommst ganz in deine Kraft, in deine Mitte. Und nun komm zu einem großen Teil in dir, und das ist der Teil der Ohnmacht. Du kommst jetzt zu deinem Teil der Ohnmacht, aber du betrachtest ihn wie aus der Vogelperspektive. Und der Teil, wo du ohne Macht bist, wo du das Gefühl hast, keine Macht zu haben, dieser Teil darf sich jetzt einmal komprimieren, dieser Ohnmachtsteil. Und du machst ihn dir ganz bewusst und betrachtest ihn und schaust einmal, wo kommt denn Ohnmacht her? Wo hast du Ohnmacht gelernt? Bist du schon ohnmächtig auf die Welt gekommen? Oder wurde dir diese Ohnmacht hier antrainiert? Und diese Ohnmacht wird nun in zwei Stufen gelöst. Die erste Stufe kümmert sich jetzt mal um deine erlernte Ohnmacht, die erlernte Ohnmacht. Und die lernst du von deinen Eltern, von deinem Familiensystem. Die wird jetzt einfach verlernt. Und das zweite ist deine karmische Ohnmacht aus vergangenen Leben, die du schon mitgebracht hast, die vielleicht jetzt wieder aktiviert wurde durch manche Umstände, die aber schon älter ist. Und in dieser Ebene, in dieser Energie fließt jetzt nochmal violette transformative Kraft ein. Und egal wie dein Ohnmachtssatz lautet, ich werde mich nie durchsetzen können. Ich werde immer kraftlos sein, ich werde das nie schaffen, egal was für ein Satz da ist. Die Energie wird nun transformiert und gelöst. Sodass sich auch emotionale Flexibilität in dir manifestiert. Und vor allem auch das Gefühl von ganz viel Kraft. Und in dieser Energie transformiert sich jetzt eben deine Ohnmachtsenergie. Alte Sentimentalitäten schließen sich und du wirst klarer und strukturierter in dir. Du spürst auch, dass du freier und flexibler bist. Und in dieser Freiheit und Flexibilität erlaubst du dir nun auch, dass dein Umfeld freier und flexibler ist. Das heißt, alle Punkte der Ohnmacht, alle Punkte der Aggression, alles, was dich nervt, jeder Konflikt, darf nun transformiert werden. Dein ganzes Umfeld darf sich jetzt transformieren und reinigen. Dein ganzes Umfeld darf sich jetzt transformieren und reinigen. Es gibt keinen Grund für Streitereien, es gibt keinen Grund für kriegerische Auseinandersetzungen, es gibt keinen Grund für Konflikt. Es gibt einfach nur eine ewige Lebensenergie, einen ewigen Fluss.
Und du spürst, dass diese Energie durch dich hindurchfließt und immer kraftvoller und klarer und stabiler wird. Du spürst nun, dass du die Kraft, die Macht erhältst, dein Leben zu transformieren und auch dein Umfeld zu transformieren, sodass wirklich du das Gefühl bekommst, in deiner Stabilität und Lebensenergie dein Leben zu 100% in der Hand zu haben. Keinerlei Verantwortung von außen aufgedrückt zu bekommen, sondern hundertprozentig in deiner Kraft, in deiner Eigenverantwortung und in deiner Macht dein Leben zu leben. Du atmest dieses Bewusstsein jetzt mal tief ein und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und du spürst, dass du in dir angekommen bist. Bedanke dich jetzt bei deinen geistigen Helfern und Führern und auch bei der geistigen Welt, die dich unterstützt hat in dieser Reise. Und spüre jetzt nochmal so die Klarheit, diese Eigenliebe, diese Lebensenergie und auch diese Durchsetzungskraft, die aber kein Ringen um Macht oder Ohnmacht ist, sondern wo du wirklich bei dir bist. Spür nochmal der Energie nach. Atme mal tief ein und wieder aus. Und du verschließt jetzt ganz bewusst sämtliche Türen in die Vergangenheit, sodass du ganz klar und unbeschwert diese Reise beenden kannst. Bedank dich nochmal bei der geistigen Welt. Atme tief ein und wieder aus. Und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Beweg deine Arme, beweg deine Beine, streck dich durch. Und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt zurück. Und wenn du dich gut wahrnehmen kannst, dann öffnest du deine Augen und bist wieder ganz in der Gegenwart und kannst dich an alles erinnern, was während dieser Meditation geschehen ist. Wie ist es dir gegangen? Wie fühlt sich's denn an? Ich freue mich natürlich auf deinen Kommentar. Schreib es mir gerne unten rein. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal. Und teile natürlich auch das Video, wenn du jemanden kennst, der da sehr in Konflikten oder so Ohnmachtsthemen behaftet ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Liebe Grüße aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliverini. Tschüss.